Die Daten zur Inflation in den USA waren, sagen wir mal so, ein bisschen suboptimal, denn eigentlich hatten die Märkte erwartet, dass die Inflation unter der Konsensschätzung liegen würde. Dem war aber nicht so, sondern die Kerninflation zum Vormonat war sogar höher. Und das bedeutet aus Sicht der Wall Street, naja, dann wird die Fed wahrscheinlich nächste Woche nicht die Zinsen um 0,5% senken, sondern nur um 0,25%. Also wird der Zinssenkungszyklus langsamer gehen. Das wiederum gefährdet die Theorie eines Soft Landing, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, wenn die Fed die Zinsen nicht schnell senkt. Also sind die Aktienmärkte nach Anfängen erstmal positiver Reaktion auf die Inflationsdaten dann deutlich unter Druck gekommen. Aber dann gibt es zwei Faktoren, die zunächst für eine Erholung gesorgt haben. Dazu später mehr. Das Grundproblem der Wall Street ist ja, dass sie schnelle Zinssenkungen erwartet bei gleichzeitig einer soliden Wirtschaft. Und wenn jetzt erstens die Zinssenkungen nicht schnell kommen, dann steigt eben die Gefahr, dass die Wirtschaft nicht mehr so solide bleibt. Schauen wir uns die Inflationsdaten mal an. Wie erwartet, zunächst mal aber in der Kernrate eigentlich höher, 0,2 und 0,3 in der Kernrate und 2,5 und 3,2 jeweils zum Vormonat, Headline und Kernrate. Und das alles liegt schon ziemlich am oberen Rand der Erwartungen. Wir sehen, manche hatten gedacht, okay, wir könnten auch eine 0,1 in der Headline CPI bekommen, aber bei Core CPI hat im Grunde niemand eine 0,3 auf dem Zeiger. Dementsprechend ist das schon eher am oberen Rand der Erwartungen und das ist für die Fed jetzt nicht gerade eine Vorgabe oder eine Vorlage, die Zinsen sehr schnell zu senken. Schauen wir uns mal die einzelnen Kategorien an. Da sehen wir vor allem Autoversicherungen ganz oben. Wir sehen die Owner's Equivalent Rent, also diese ganze Geschichte Mieten ist beziehungsweise die Mieten, die ein Hausbesitzer nehmen würde, wenn er sein Haus vermieten würde. Dann haben wir Rent of Primary Residence, also Mieten und so weiter und so fort. Unten, ganz unten, Benzin, gebrauchte Fahrzeuge und Fuel Oil. Also es gab nach wie vor deutlich mehr Komponenten, die jetzt gestiegen sind als gefallen sind. Aber das ist nicht eigentlich das Problem. Wir haben auf der einen Seite nach wie vor diese Güterpreisdeflation. Wir sehen 8. Monat in Folge, dass die Kernrate für Güter gefallen ist, also unter Null ist, während auf der anderen Seite die Services relativ hoch bleiben, also die Inflation im Dienstleistungssektor relativ hoch bleibt. Das ist also nach wie vor das Thema. Und das andere Thema ist, dass offenkundig die Komponente Shelter, die ja dieser ganze Housing-Bereich ist ja um und bei ein Drittel der gesamten Inflationsberechnung. Und da sehen wir, ging das jetzt wieder nach oben, nachdem wir lange ja praktisch nach unten gegangen waren. Seit März 2023 ist das ein neuer Trend? Fragezeichen. Aber hier sehen wir nochmal, dass hier vor allem die Core Services Inflation 0,3% gestiegen ist, alleine 76% davon eben Core Service Inflation, also die Kernrate Inflation im Dienstleistungssektor. Und die Frage ist, die hier auch gestellt wird, ist das eine Ausnahme gewesen? Also ist das jetzt ein Ausrutscher, dass die jetzt wieder nach oben geht, diese Shelter-Komponente, die so extrem wichtig ist, ja oder nein? Aber wir haben noch ein anderes Thema, wir haben nämlich die Supercore CPI, also die Kernrate des Dienstleistungssektors ohne den Bereich Housing, also ohne den Immobiliensektor. Und da sehen wir den größten Anstieg mit 0,33% zum Vormonat seit April. Also das ist jetzt nicht wirklich optimal, kann man sagen. Und diese Supercore hat ja Jerome Powell als die wichtigste Kategorie aus Erkoren, um zu verstehen, wie sich die Kerninflation weiterentwickeln wird. Und jetzt wird er also bei einer Supercore-Rate von 4,5% beginnen, die Zinsen zu senken. Okay, das ist natürlich ein gewisses Risiko. Die Fed wird senken, aber sie wird wahrscheinlich eben nicht diese 0,5% senken. Das sehen wir hier. Die Märkte sind umgesprungen. Vor kurzem war die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass die Fed eine 0,5er-Senkung machen wird, laut Fed Fund Futures. Jetzt sehen wir 85% Wahrscheinlichkeit, dass es nur 0,25% werden. Und wir sehen, das haben die Daten hier durchaus bewirkt auch. Wir sehen die Odds einer 50% Senkung, 50 Basispunkte Senkung, die sind deutlich gefallen.
Und hier sehen wir, wie jetzt der weitere Zinspfad gesehen wird, wie man also in den nächsten Monaten glaubt, dass die Fed agieren wird. Bis Dezember dürfte die Fed um 1,09% senken, so die Erwartung. Also diesmal 0,25 und dann wahrscheinlich offene Frage, ob zweimal 0,50 oder nur einmal 0,50. Das ist derzeit eingepreist. Aber es gibt natürlich Triebkräfte, die dafür sorgen könnten, dass die Inflation doch wieder nach oben geht. Das erste ist die Geldmenge, die wieder gestiegen ist. Die war lange Zeit rückläufig, war im negativen Bereich. Jetzt steigt die Geldmenge wieder. Die Geldmenge war neben den Lieferschwierigkeiten oder Lieferkettenproblemen einer der wesentlichen Punkte, warum die Inflation so hoch gegangen ist, über 9%. Also hier mal dieser Vergleich zwischen Geldmenge M2 und eben Verbraucherpreisen, Erzeugerpreisen. Und da kann es einen gewissen Zusammenhang geben. Und der zweite Grund, warum die Fed ein Problem haben könnte, ist, dass die Verschuldung in den USA ohnehin weiter steigt. Hier hat das CBO, also das Congressional Budget Office, das Budget Office des US-Kongresses, gesagt, dass also hier die Schulden zwischen 2025 und 2034 um weitere 22 Billionen Dollar steigen werden. Man ist jetzt bei 35 Billionen, also nochmal 22 obendrauf. Und jetzt ist die Frage, ja, wer gewinnt jetzt die US-Wahl? Harris, die will ja ganz entspannt mal 25.000 Dollar zuschießen, wenn jemand ein Haus kauft, 6.000 Dollar pro Kind. Sie hat auf der anderen Seite Pläne, Steuern anzuheben für bestimmte Gruppen. Das könnte das ein Stück weit gegenfinanzieren. Bei Trump sieht die Sache schon schwieriger aus. Der könnte in seiner Amtszeit einige Billionen noch hinzufügen, so die Prognosen. Er sagt ja, ja, ich bezahle das dann mit Anhebung der Zölle. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren und wird letztendlich auch inflationär sein. Wir sehen also, die Perspektiven weiterer Schuldenorgien sind geradezu überragend. Ob Harris oder Trump. Harris hat aufgeholt, gilt als Siegerin dieser Debatte, auch wenn Trump das nicht wirklich wahrhaben will. Aber Harris hat ein Problem, nämlich die sich abschwächende Wirtschaft. Hier sagen immer mehr Independents, also Wähler, die weder den Republikanern noch den Demokraten zuneigen, wie auch Latinos, dass sie sich Sorgen über die Wirtschaft machen. Und wer sich Sorgen über die Wirtschaft macht, der sagt indirekt auch, naja, die Regierung macht eine schlechte Wirtschaftspolitik. Oder macht die Regierung dafür verantwortlich? Das könnte für Kamala Harris ein echtes Problem werden. Hier sehen wir da nur 23% der Unabhängigen, die sagen, die Wirtschaft ist praktisch auf einem guten Weg. 54% der Demokraten sagen das, nur 9% der Republikaner sagen das. Also es gibt schon, wenn man jetzt nicht gerade US-Demokrat ist, eine überwiegende Mehrheit, sagen wir mal, die ganz klar sagt, wir sind irgendwie ökonomisch auf dem falschen Weg. Und Harris hat ja noch nicht irgendwie klar gemacht, was sie wirklich anders machen will. Sie hält sich ja sehr schwammig und ist damit auch gut durchgekommen. Trump hat sich ja mal vorab zum Sieger erklärt, dieser Debatte nicht ganz zu Recht, wenn wir uns viele Parameter anschauen, wie zum Beispiel seine Firma, die dann an Werte verloren hat und in Frage gestellt, ob er nochmal eine Debatte haben will. Aber er hat auch ABC scharf angegriffen und die sollten ihre Sendelizenz verlieren. Und so ganz, ganz Unrecht hat er nicht bei jeder Aussage von Trump oder bei vielen Aussagen von Trump. Fact-Check. Und das nicht gerade, sagen wir mal, ihm wohlgesonnen. Ich glaube, so viel kann man neutral formulieren. Während bei Harris null Fact-Check war, weil die sagt ja offenkundig nur absolute Wahrheiten. Also das war anders als bei der Debatte Trump-Biden, die ja von CNN veranstaltet wurde, schon deutlich mehr in Richtung Harris, was die Moderatoren, was den ganzen Ablauf der Sendung, was den Ablauf der Themen betrifft. Kurz danach haben sich die beiden dann wieder getroffen, weil heute haben wir 9/11 und das könnte ein Punkt sein, oder einer der vielleicht wichtigen Punkte, dass die Wall Street sich dann erholen konnte. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, der auch nicht unerheblich ist. Diese beiden Gründe, die sehen Sie im zweiten Teil. Ich verlinke den zweiten Teil wieder unter das Video, wie ich das jeden Tag mache. Würde mich freuen, wenn Sie dabei wären und diese zwei Gründe eben erfahren. Also bis gleich. Servus, ciao.